Diese wahrhaft wunderbare Natur hat mich heftig ergriffen, wenn mir gleich vieles in seinem Wesen dunkel geblieben ist. Eine feierliche Wehmut sucht er feinsinnig in landschaftlichen Vorwürfen auszudrücken und anzudeuten. So äußerte sich der romantische Dichter Ludwig Tieck, ein Zeitgenosse Caspar David Friedrichs, über den Maler. Caspar David Friedrich ist wohl der bedeutendste Maler der deutschen Romantik. Auch heute noch ist er über Deutschlands Grenzen hinaus ein Begriff. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.